Hallo Leute, seit einiger Zeit rüste ich mein kleines Zuhause um zu einem Smart Home. Hierbei habe ich das eine oder andere Produkt ausprobiert und ich habe jetzt auch eins gefunden, das bedarf einer kleinen Nacherklärung. Das Unboxing habt ihr in meinem Kanal schon gefunden und jetzt möchte ich kurz was zu meiner Erfahrung mit diesem Produkt sagen, denn ich selbst hatte auch kaum Erfahrungsberichte von diesem Gerät gefunden. Und zwar geht es hier um die Nuki. Das Nuki Smart Lock nennt sich das Ganze. Das hatte ich mir gekauft und möchte euch mal ganz kurz erzählen, welche Vorteile und Nachteile dieses Produkt für euch hat. Die Nuki Smart Lock hat einige Vorteile. Die möchte ich mal ganz kurz erklären und zwar fängt es eigentlich mit dem Gerät selbst an. Es ist pipi einfach zu installieren. Man holt das Gerät, geht an sein Türschloss. Auf dem Gerät ist eine klebende Folie, ein doppelseitiges Klebeband, sagt man. Man lässt den Schlüssel drin stecken, klebt das Gerät über den Schlüssel drüber, über das ganze Türschloss drüber und ist schon fertig. Dann ist es nur noch über die App eine kleine Kalibrierung. Man bringt dem bei, wann ist die Tür auf, wann ist die Tür zu und fertig. Es ist sehr einfach zu installieren, finde ich sehr gut an dem Gerät. Das heißt, wer nicht irgendwie hingehen möchte und seine ganze Tür umbauen, unser ganzes Türschloss ausbauen, der ist hier sehr gut beraten zu sagen, ich nehme dieses einfache aufzubauende Gerät. Was auch sehr gut ist, ist die Verarbeitung. Das Teil fühlt sich hochwertig an. Es sind gute Materialien verschafft worden. Der Knopf lässt sich wunderbar drehen. Das fühlt sich einfach hochwertig an. Also da haben die Jungs ihre Hausaufgaben gemacht. Das Gerät an sich ist klasse. Ich denke auch nicht, dass es irgendwann mal Beschädigung dran geben wird. Die Mechanismus ist sehr gut und sehr robust gemacht. Kleiner Nachteil ist die Lautstärke. Aber auch ein kleiner Vorteil. Das heißt, wenn das Türschloss auf und zu geht, ist es so laut, dass man es vor der Tür hört. Das heißt, wenn ich mit der App die Nuki steuere, bekomme ich die akustische Rückmeldung vom Türschloss, dass auch was funktioniert. Wäre es total leise, würde ich niemals sicher sein, ob das Türschloss wirklich zugesperrt ist oder nicht. Das ist schon mal Vor- und Nachteil wieder an einem, wie bei viel zu vielen Sachen. Außerdem sehr gut ist die Steuerung mit der App. Wenn ich nach Hause komme und benutze die App, um mit der Nuki zu reden, geht das Ganze über Bluetooth. Das heißt, ich steige aus dem Auto aus, ich hole mein Handy raus, wähle mich oder verbinde mich mit der Nuki und kann dann die Tür aufmachen. Genauso, wenn ich rausgehe und möchte zusperren, bleibe ich vor der Tür stehen, ich wähle über Bluetooth meine Nuki an und kann damit zusperren. Das ist relativ solide. Das heißt, diese Verbindung mit Bluetooth durch die Tür, das funktioniert einwandfrei. Von der Sache bin ich auch relativ begeistert, denn es ist grundsolide, ganz simpel in der Handhabung und es funktioniert tatsächlich. Nuki bietet außerdem die Bridge an. Die Bridge ist ein verlängerter Arm, der mir erlaubt, von überall, wo ich WLAN mit meinem Handy habe und auf die App zugreifen kann, über die Bridge auf mein Türschloss zuzugreifen. Das heißt, wenn ihr mal zu Hause seid und jemand kommt zu Besuch oder ist vor euch da oder so, könnt ihr von der Arbeit aus euer Türschloss aufmachen. Ihr könnt auch auf der Arbeit kontrollieren, ist die Tür wirklich zu. Und ihr könnt Codes vergeben, die anderen Leuten erlauben, in euer Haus reinzukommen, temporär. Das heißt, ihr sagt, der darf jetzt einmal die Tür öffnen und dann nie wieder. Das ist natürlich für Handwerker oder sonst irgendwas sehr, sehr sinnvoll. Die Bridge an sich ist eine sehr gute Idee, die Nuki hier versucht einzusetzen. Nun kommt's aber. Die Bridge kann nicht das, was Nuki verspricht. Sie kann es einfach nicht. Und zwar soll die Bridge mir erlauben, von überall, wo ich WLAN habe, das Türschloss zu steuern. Aber es funktioniert nicht. Die Verbindung zwischen der Nuki und dem Türschloss funktioniert nicht immer. Und nicht immer heißt bei einem so sicherheitsrelevanten Gerät wie dem Türschloss, es funktioniert nicht. Man braucht nicht 50% der Fälle, dass die Tür aufgeht. Und auch bei 70% der Fälle, wenn die Tür aufgeht, ist das nicht genug. Ein Türschloss muss
immer funktionieren und immer so funktionieren, wie ich will. Ich möchte nicht nach Hause kommen und meine Tür steht auf. Oder ich möchte nicht vor der Tür stehen und komme nicht mehr in mein eigenes Haus oder meine eigene Wohnung rein. Von daher, ganz klar, es funktioniert nicht. Es wird versprochen, dass es funktioniert, das tut es aber nicht. Genauso verspricht die Nuki Bridge eine ganz tolle Funktion, die super, super sinnvoll ist. Und zwar, wenn ich in den Bereich um mein Haus komme, dann wird über mein GPS-Signal des Handys erkannt, du bist gleich zu Hause und ich öffne jetzt schon mal die Tür. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, steige aus dem Auto aus, habe die Hände voll mit meinem Einkauf, steht meine Tür offen und ich kann reingehen. Und das war ein elementar wichtiger Grund, warum ich mir diese Nuki gekauft habe. Aber auch diese Funktion funktioniert nicht. Stellenweise sogar gar nicht. Schlechter als 50%, weitaus drunter. Sie erkennt nicht, dass ich in das Gebiet reinkomme. Die Bridge verbindet sich nicht anständig mit dem Türschloss und, und. Auf der App bekommt man angezeigt, dass eine Verbindung da ist, aber die zwei Geräte kommunizieren nicht miteinander. Das ist ganz klar ein No-Go. Das heißt, wenn ihr das Türschloss einsetzen wollt für eure Haustür oder eure Wohnungstür, dann nur mit allergrößter Vorsicht und immer, immer mit Ersatzschlüssel. Es ist ein Gag, es ist ein Spaß, sich dieses Gerät einzubauen, aber es ist nicht so, dass ihr den Schlüssel zu Hause liegen lassen könnt und euch auf euer Smartphone oder auf eure Apple Watch oder sonst irgendwas verlassen könnt. Das geht nicht. Das ist gefährlich. Ihr sperrt euch aus. Natürlich habe ich auch die Firma Nuki zu diesem Thema angeschrieben. Ich meine, es ist ein Produkt, das ich gekauft habe und dann ist ja auch mein Recht zu sagen, Leute, das hier funktioniert nicht. Das ist gefährlich und das klappt so nicht. Die Antwort von Nuki war auch verständlich für mich. Im ersten Moment habe ich mich geärgert, aber ganz klar, Nuki sagt, das Türschloss funktioniert. Denn auf und zu geht die Tür. Und die Bridge funktioniert. Sie ist ja mechanisch nicht kaputt. Es ist kein Macken drin, es ist nichts abgebrochen. Es ist ein reiner Softwarefehler. Die App und die Steuerung der Bridge sind fehlerhaft. Das ist aber kein Grund für Nuki, das Produkt auszutauschen. Also müsst ihr euch ganz klar sein, wenn ihr die Nuki kauft, seid ihr der Tester für dieses Produkt. Ihr seid mit dieser Beta-Version verflucht und müsst damit klarkommen. Auch nochmal, Nuki sagt ganz klar, die Produkte an sich sind nicht kaputt. Es gibt auch regelmäßig Updates. Und es wird einem auch Hilfe angeboten, in dem Sinne, dass sie sagen, bitte überliefer uns alle deine Daten und gib uns Zugriff auf dein Handy und gib uns Zugriff auf alles Mögliche. Und schon bist du gläsern der Firma Nuki gegenüber. Und ich weiß auch nicht, in welcher Hinsicht die für meine Daten dann eine Sicherheit eingebaut haben oder wo die eine, keine Ahnung, Firewall dann drin haben. Auf jeden Fall sagen die, gib uns alle deine Daten, dann finden wir den Fehler und dann können wir dein Gerät reparieren. Ich selbst habe mich dazu entschieden zu sagen, nein, empfindliche Daten wie meine Kommen- und Gehenzeiten, wann gehe ich morgens zur Arbeit, wann komme ich nach Hause und irgendwelche sonstigen Tones oder Regelmäßigkeiten in meinem Leben, möchte ich mit denen nicht teilen. Das ist mir dann der Schritt zu weit. Also betrachte ich weiterhin die Nuki und die Bridge als ein Gimmick, ein kleines Gag. Objekt. Es ist nicht da, um euer Eigenheim zu schützen. Und das müsst ihr euch ganz klar sein, wenn ihr dieses Ding kauft. Es ist fehlerhaft, es funktioniert nicht, bis gar nicht, überhaupt nicht. Und was haben wir noch gesagt? Es ist, ja, auf jeden Fall, es ersetzt keinen Haustürschlüssel, auf keinen Fall, das nicht.